Alkohol im Blut führt im Straßenverkehr zur Enthemmung des Autofahrers. Ob der Alkoholisierte nun betont langsam oder besonders flott und risikoreich fährt, die Unfallgefahr nimmt mit steigender Blutalkoholkonzentration immer mehr zu. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, das Risiko eines tödlichen Unfalls ist bei 0,5 Promille etwa doppelt so hoch wie bei einem nüchternen Fahrer. Bei 0,8 ist das Risiko schon viermal so hoch. Bei 1,3 bereits 12-mal, ab 1,5 16-mal und bei 2 Promille ein 40-mal höheres Risiko, einen tödlichen Unfall zu verursachen. Als Beweis des weit verbreiteten Alkoholmissbrauchs gilt, dass jeder dritte auffällig gewordene Kraftfahrer eine Alkoholkonzentration von mehr als 2 Promille hatte. Die Blutproben aller verkehrsauffällig gewordenen Männer ergaben durchschnittlich einen Wert von 1,9. Die der Frauen von 1,4 Promille. Und das sind die unmittelbaren Beeinträchtigungen einer Fahrt unter Alkoholeinfluss. Das Blickfeld wird eingeengt. Es besteht die Gefahr, wichtige Dinge rechts und links von der Straße zu übersehen. Je höher der Alkoholgehalt im Blut, desto kleiner wird der Blickwinkel. Schon unter geringem Alkoholeinfluss wird die Einschätzung von Entfernung und Geschwindigkeit herannahender Fahrzeuge beeinträchtigt. Die Hell-Dunkel-Anpassung wird reduziert. Alkohol erhöht die Blendempfindlichkeit der Augen. Auch Störungen beim Erkennen von Farben können auftreten. Man sieht Gegenstände verschwommen, doppelt oder verzerrt. Da Alkohol zudem noch die Reaktion stark beeinträchtigt, sollten Sie schon bei der kleinsten Menge besser einen nüchternen und reaktionsschnellen Fahrer ans Steuer lassen.